Die EKN muss Räume für Jugendliche erhalten oder neu kreieren, einfach um sich selbst nicht abzuschaffen. Wir wollen mit dem Hashtag Jugend braucht Räume, Räume für Jugendliche erhalten oder neue Räume bekommen. Ja, eine Jugendbildungsstätte ist mehr als jetzt nur eine Jugendherberge oder ein Hotel für Jugendliche, sondern ein Ort, wo auch politische Bildung stattfinden kann, wo Jugendliche sich selbst organisieren können und selber entscheiden, welche Themen sie setzen, wann sie sie setzen, wie dieser Raum aussehen soll, mit wem sie sich wann wie organisieren wollen. So wie es aktuell aussieht, ist das Kloster Höchst für uns einfach ab 22 nicht mehr verfügbar und auch Hohensolms sieht so aus, als wäre es bald nicht mehr für uns verfügbar. Das große Problem ist, dass einfach durch die Bevölkerungsentwicklung wir immer weniger Jugendliche haben, dadurch unsere Jugendgruppen kleiner werden. Die Folge ist, die Übernachtungszahlen sind eingebrochen. Wir haben im Moment vor Corona die Situation gehabt, dass 2/3 der Zeit die Betten leer blieben. Also man hatte nur so eine Belegung von um die 30-35%. Also das ist viel zu wenig, um eine Jugendburg finanziell zu betreiben. Wenn beide Häuser für uns wegbrechen, dann haben wir keinen Raum mehr, an dem wir all diese Dinge vereinen können. Wenn jetzt gesagt würde, wir behalten eines der Häuser, wäre eine unserer Forderungen damit schon sozusagen Genüge getan. Aber unsere Kampagne geht auch weiter als nur auf unsere Jugendbildungsstätten. Es geht auch darum, dass Dekanate, dass Gemeinden Räume brauchen für Jugendliche, die Jugendliche und Kinder selbst gestalten können. Menschen müssen zusammenfinden können. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren gemerkt, was es bedeutet, wenn wir uns nicht sehen können und nicht richtig miteinander sprechen können. Was passiert, wenn alle Tür- und Angelgespräche irgendwie wegfallen? Und auch junge Menschen brauchen das. Ja, junge Menschen tun ja mehr, als sich zu treffen, um Party zu machen, sondern auch junge Menschen haben Anliegen und auch die müssen formuliert werden. Ich glaube, der evangelischen Jugend war es auch wichtig, dass man Orte hat, wo man ein paar Tage mal zusammen sein kann, über ein Wochenende. Mir ist egal, wo wir uns treffen können. Mir ist egal, ob das eine Burg oder ein Kloster ist oder ganz woanders ist. Es ist wichtig, dass wir einen Raum haben. Also ja, wenn die Kirche feststellt, wenn die Synode feststellt, dass das nicht tragbar ist, das Haus, dann müssen wir uns ein anderes geben. Aber wir brauchen eins, ohne geht es nicht.